ist der Islam minderwertig in Ihren Augen, um die gleichen Rechte zu bekommen wie die christliche Religion? Der Islam ist anders organisiert. Und er hat nicht die Instrumente bisher, um die korporative Religionsfreiheit so wahrzunehmen, wie es in unserem Land möglich ist. Mhm. Dafür Das heißt, er hat keine Mitgliedschaftsregeln und er organisiert sich deswegen nicht in den beiden Grundmöglichkeiten, die es in Deutschland dafür gibt, nämlich entweder als privatrechtlicher Mitgliedschaftsverein oder als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wenn er ist natürlich frei darin, das zu tun. Aber Sie wissen doch, dass wir Religionsgemeinschaften sind nach der Verfassung, in Verbindung mit der Weimarer Verfassung, und dass wir auf diesem Wege, und dafür plädieren wir mit den Ländern und mit den muslimischen Religionsgemeinschaften einen Anforderungskatalog entwickeln, der da genau besagt, wie so etwas denn aussieht. Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist nicht die Bedingung, um anerkannt zu werden. Nein, habe ich auch nicht behauptet. Muss es auch nicht sein. Diesen Anforderungskatalog, den wir zusammen mit den Ländern und den Religionsgemeinschaften machen, das ist das, was wir stets einfordern. Und die Politik ziert sich und versteckt sich und möchte, hat nicht den politischen Willen, diese Themen anzugehen. Herr Masiek, das ist das Problem. An dieser Stelle ist es falsch, wenn Sie die Ursache bei den anderen suchen. Die Frage, in welcher Organisationsform der Islam sich gestaltet, ist seine eigene Aufgabe. Aber wenn er an den Gestaltungsmöglichkeiten teilhaben will, wofür ich mich ausspreche, dann muss er ganz klar sagen, wer ist Mitglied dieser Religionsgemeinschaft. Nur dann können Sie als Religionsgemeinschaft wirklich auftreten. Es würde uns im Übrigen auch dabei helfen, dass wir diese vagen Zahlen, es gäbe angeblich 4,5 Millionen Muslime in Deutschland und dafür müsse man sich fürchten, dass damit Schluss wäre. Das ist übrigens genauso bei dem, was Herr Schmidt-Salomon sagt. Der nimmt 30 Millionen Menschen in Anspruch für seine atheistische Weltanschauung. Die sind aber überhaupt nicht als Mitglieder organisiert. Und deswegen wird er es auch nicht zu einer Weltanschauungsgemeinschaft bringen, solange da nicht etwas anderes